Der Bundestag hat den Weg für die Teillegalisierung von Cannabis freigemacht. 407 Abgeordnete stimmten für einen entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, 226 dagegen, bei 4 Enthaltungen. Im Vorfeld der Abstimmung hatte es eine hitzige Debatte im Plenum gegeben. Lauterbach verteidigte darin seinen Gesetzentwurf gegen massive Kritik von Union und AfD. Das Gesetz sieht vor, dass die bisher verbotene Droge Cannabis vom 1. April an unter bestimmten Voraussetzungen für Erwachsene freigegeben wird. Verboten bleibt der Konsum in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen und in der Nähe von Schulen, Kitas und Sportstätten. Anbau und Abgabe soll vom 1. Juli an über Anbauvereine, sogenannte Cannabis-Clubs, ermöglicht werden.